Servus Friends, ich hoffe euch geht's gut, bei mir ist alles klar und heute geht es um ein immer größer werdendes Problem. Und zwar die Benutzung von Smartphones. Und ich weiß, jetzt denken sich sofort einige von euch, was Chris, ich dachte ausgerechnet, du liebst dein Smartphone über alles. Ja, das stimmt auch und wir könnten jetzt darüber reden, dass man nur noch am Handy hängt und komplett Social Media abhängig wird. Oder im Straßenverkehr gar nicht mehr auf sein Umfeld achtet und nur noch den Blick nach unten aufs Smartphone senkt und dadurch die Unfallstatistik komplett in die Höhe getrieben wird. Aber nein, darum geht es heute nicht. Mir geht es nicht darum, wie lange oder wo man das Smartphone verwendet, sondern eher vielmehr für was man es verwendet. Und wie es sich auf andere auswirkt. Und ich bin der Meinung, ich kann das relativ gut beurteilen, weil ich halt auch jemand bin, der ziemlich oft an seinem Smartphone hängt. Habe ich recht, mein zweites Ich? Ich sagte, hab ich recht, mein zweites Ich? Was? Ach so, Video machen. Daran sollte ich dich erinnern, oder? Das war's. Nein, was hast du mal gesagt? Schaut mal, Freunde, wenn man heutzutage zum Beispiel auf ein Konzert geht, gibt es so viele Besucher, die einfach nur so da stehen. Schön mit dem Smartphone in der Luft, machen Fotos oder filmen das Ganze. Wisst ihr, worauf ich hinaus will? Wir erleben in unserem Leben meistens besondere Momente einfach nur noch durch unser Smartphone. Einerseits, weil wir in dem Moment, wo wir diesen Moment erleben, durch das Display durchschauen, weil wir es fotografieren, festhalten, filmen oder sonst wie speichern wollen. Und zum anderen, weil wir dann irgendwann daheim sitzen und uns das Ganze nochmal anschauen. Schauen, was wir denn erlebt haben. Aber jetzt mal zu meiner Theorie. Wie können wir denn etwas toll finden, das wir denn gar nicht 100% erlebt haben, weil wir durch unser Smartphone abgelenkt worden sind oder es gar nicht richtig durch dieses Smartphone erleben konnten, weil wir nicht einfach gechillt dastehen konnten, konnten dieses Konzert genießen. Nein, wir haben es einfach durch den Bildschirm beobachtet. Man muss dann natürlich auch beachten, dass man schön gerade steht, konzentriert sich, dass das Bild nicht verwackelt und der Ton vielleicht auch noch super ist. Nur, dass man im Nachhinein sich dann etwas anschauen kann, was man gar nicht so richtig erlebt hat. Versteht mich auf keinen Fall falsch, ich bin selbst jemand, der gerne Erinnerungen auf seinem Handy hat. Aber es müssen halt nicht irgendwie 300 Fotos und 10x 4-minütige Videos sein. Denn es gibt einfach Situationen im Leben, die sollte man genießen und gerade dann das Smartphone in die Tasche packen. Zockt von mir aus 10 Stunden Candy Crush, macht 400 Selfies, wie ihr auf der Toilette sitzt oder postet euer gesamtes Leben auf Twitter. Aber bitte, Friends, tut mir einen Gefallen, macht das, wenn ihr größtenteils alleine seid oder Zeit für euch selbst habt. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, auch ich habe oft genug von meinen Freunden gesagt bekommen, dass ich mein Handy einfach mal wegpacken soll, wenn ich denn gerade mit ihnen unterwegs war. Es gibt einfach Situationen, wo das unpassend ist und wo es sogar andere stört. Weil ich meine, worauf habt ihr denn Bock, Zeit mit euren Freunden zu verbringen oder nur am Smartphone zu hängen? Denkt mal drüber nach. Genießt einfach den Moment mit euren Freunden, denn diese Zeit gibt euch im Alter niemand mehr zurück. Und bis jetzt habe ich noch keine App gesehen, die euch dann, wenn ihr dann mal alt seid, euch geile Erinnerungen in den Kopf pumpt, die ihr gar nicht erlebt habt. Ich mach's nicht mehr lange. Und ich war nie Fallschirmspringen in meinem Leben. Hey, Moment, da gibt's doch diese App. Fallschirmspringen. Wow! War das geil! Das funktioniert ja wirklich! Sex mit 3 Frauen! So, Friends, jetzt seid ihr in der Reihe und ich würde gerne mal von euch da draußen wissen, würdet ihr von euch selbst behaupten, dass ihr ziemlich oft am Smartphone hängt? Ja! Oder nein. Und wer sich traut, darf auch gerne dahinter mal eine Zahl schreiben. Und zwar, wie viele Stunden ihr am Tag circa am Smartphone verbringt. Ab damit in die Comments. Des Weiteren würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Wäre eine super Unterstützung und hilft mir sehr. Und dann könnt ihr natürlich auch noch gerne den Kanal abonnieren, falls ihr denn keine Videos mehr verpassen wollt. Und wenn ihr jetzt noch weitere Videos schauen möchtet, dann könnt ihr zum einen gerne hier klicken, denn dort geht es um Charaktereigenschaften, die jeder hasst. Schaut euch definitiv mal an. Oder ihr kommt hier direkt zur letzten Kommentar-Crash-Show zusammen mit den Lochis. Könnt ihr euch auch mal geben. Beides sehr sehenswert. Und für alle, die mobil unterwegs sind, das heißt am Smartphone, stehen die Links unten schön zusammengefasst in der Infobox. Genauso wie der Link zu meinem Shop und meinen fantastischen Bändern und allem anderen Social-Media-Zeug. Und dann würde ich sagen, sieht man sich im nächsten Video, Friends. Tschaußen!